Videos aus Japan. Leute, kommen natürlich von Sagawa. Wir gucken uns heute wieder ein sehr, sehr geiles Video von ihm an. Ich liebe den Typen und wir gehen rein. Let's go. Er muss auf Klo. Oh Gott. Er hat voll abgeseilt. Aber das Klopapier ist leer. Oh nein, das kenne ich, aber das ist so geil, Leute. Das ist so geil, ich schwör's euch. Das ist einer seiner krassesten Clips, die auf YouTube sowas von gesperrt werden. Total dumm. Okay, was machen die da schon wieder? Oh, ist das bescheuert, Mann. Wer hat denn sowas? Also, Bruder, der Vergleich. Also, ganz ehrlich, Sagawa, Digga, mit einem Tischtennis-Ding. Guckt euch das mal an. Ja, okay. Also, der Vergleich hier, ne? Die Schuhe. Und dann Sagawa. Oh, wow! Was geht mal dem ab? Das wird niemals. Das ganze Video ist ein Meme, Alter, ich sag's euch. Bro. What, was? Hat er gerade Bro gesagt? Normalerweise schreit er doch immer. Oha, Leute, das ist ein One in a Million bei dem. Oh, Digga, mieser Jump. Nein. Okay, das mit den Ballons war echt ganz geil. Ah. Aua. Er hat es mit seinem Wiener probiert. Oh no. Was geht hier ab? Oh, er hat das kleine Kind mit dem Fußball getroffen. Gar keinen Sinn. Oh, yo. Was zum... Was macht... Hä? Ey, den habe ich nicht gecheckt. Pringles-Dose runtergeschnitten. Ja, Digga, Oreos auch nicht schlecht. Tipps. Okay, ja, da kann man auch mitleben. Was kommt jetzt? War so klar. Oha, Michael Jackson Lied. Geiler Michael Jackson, Alter. Macht er die Geräusche nach? Und schon wieder. Digi. Oh, das ist so witzig, Mann. Einfach Feuchttücher auf chilliger Basis. Okay, was haben wir hier? Hä? Okay, das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Auch nicht schlecht. Oh, das hat nicht geklappt. Was macht er da? Oder wie? Der Typ hat seinen Kopf um 180 Grad gedreht. Wie geht das? Auch nicht schlecht, ja. Oh, this is Nag. Pierre Baccia. Wurde da gerade ein Kind aus dem Fenster geworfen? I'm done. Ich bin done, Leute. Das war's. Digga, das war's komplett. Nee.
Wir swappen mal zu anderen Videos rüber. Alter, ganz ehrlich. Wir sind wieder bei Transport auf dem Kanal. Und wie man sehen kann, hat er einen Typer eine Pfanne in der Hand. Und da passiert was Schlimmes. Was geht hier ab? Da ist ein Pferd an dem Zelt. Hä? Ey, da würde ich mich auch erschrecken. Oh, nee, das ist nicht cool. 100% ist diese Spinne nicht echt. Ich werde mich trotzdem erschrecken. Ja, okay, alles gut. Weil sie nicht echt ist, ist es nicht eklig, Leute. Aber alles cool. War fake. Oh, wie cool ist das denn? Rollercoaster. Ey, Leute, mit VR-Brille würde das richtig fetzen. Ich schwör's euch. Aber so kann man sein Kind ein bisschen auf die Achterbahn vorbereiten. Was ist das? Ja, das Ding ist absolut fake. Das ist ja faker als fake. Orange cats are different. Was geht hier ab? I think it sees a ghost. Was geht denn bei der Katze? Was siehst du da? Hä? Okay. There was a spider in her spoon, but it, oh nein, it was, da war eine kleine Spinne bei ihr im Reis, in der Reisschüssel drin. Ist doch alles cool. This pup is such was geht a bei dem Hund ab? Dog. Even though there's only one of him, he appears in every window to make it seem like there are more of him. Digga, ich wollte mal bellen. Oh, hä? Hä? Noch? Wie viele Hunde, Digga? Hä? Once you see a spider in your bed, was geht da ab? Resting until you find it. Oh, Bro. Eine richtig fette Spinne im Bett. Hatte ich auch mal. Vor Jahren. Das war schlimm. Was geht denn bei dem Typen ab? Bruder, du sollst angeln und nicht schwimmen. Was? Hä? Lol. Aha, was ist das? Oh. Es geht rein in die Wasserrutsche. Der sieht so aus wie in den Backrooms, ne? Voll wild. Junge, das ist ja richtig geil. Wo gibt's die Rutsche? Will ich auch machen. Nein, nicht schon wieder eine Spinne. Einfach Staubsauger, Brudi. Einfach Staubsauger und gut ist. Ah, die greift an, die greift an. Der ist gottlos oder was? Oh, das ist gemein. Das ist richtig gemein. Die schlägt ihm gleich so eine rein oder schreit. Eins von beidem. Okay, ist jetzt nur erschrocken. Was ist das? Wow, okay, eine Wolke? Nee, das ist hundertprozentig fake. Was that spider in her bed? Was geht bei der Spinne ab? Komm wieder im Bett. Ja, ich werde heute so mein Bett abchecken, Leute. Hashtag Bett in die Kommentare, wenn ihr auch euer Bett einmal überprüfen werdet wegen Spinnen. Oh nee, Digi. Nee, nee, nicht cool. Nehmt Staubsauger! Look closely. You might see a shadowy figure in the door, but this guy is so calm. I don't understand how. Da ist ein Schatten in der Tür gewesen. Ray. Seht ihr das hier? Seht ihr das? Okay, das ist auf jeden Fall richtig creepy. Der, da war einer hochgelaufen. Alter. Ah, ein Chamäleon, Junge. Der isst die Spinne sowas von auf. Da ist Feierabend direkt. Guck mal, wie der lurkt. Der hat so Bock. Die Zunge. What? Oh Gott, das ist ein richtig ekliger Prank. Aber ja, da sieht man auch, die haben diese Riesenspinne halt, ne? Oh, Junge. Wild. Was geht da ab? Ein Eismeer? Boah. Das sieht so krass aus, Mann. Aber es ist schon echt ein bisschen, wo ich sag, so, da will ich nicht draußen sein. Was geht hier? Junge, was geht denn da ab? LOL. Was ist das denn für eine Wolke? Sieht auch echt sehr verrückt aus, aber ist natürlich absolut hochprozentiger Fake, Leute. Ganz klar. Ah, geil. Ein Babyreh? Was macht das Rehkitz da drüben am Pool? Digga, spring da doch nicht rein! Als ob das schwimmen kann. Ich wollte gerade sagen, ey. Der ist ja richtig auf Zille. Mann, entspann dich doch mal. Oh, guck mal. This paper airplane flies so smoothly, it doesn't even make sense, but you won't. Wie weit fliegt dieser Papierflieger bitte? This is a one in a billion moment. Der krank, der ist ja richtig alter. Yo! Yo! Was? Bei einem Typen auf dem Balkon, als ob.
Digga, crazy. Da, aber das könnte schon gefährlich werden. Stell dir mal vor, wenn ins Auge gegangen wäre. Was geht hier? Oh my God, that is so cool. Da unten ist irgendwas. Wow. Das können Rochen? Seit wann? Was geht bei dem ab? Oh, vorsichtig, Bruder. Er hat sein Handy weggekickt. Also so ein... This is the most satisfying video I've seen on the internet all week. Warum macht man sowas? Ich frage mich das immer wieder. Wer macht so eine Animation? Wer kommt auf die Idee, sowas zu machen? This house, no one is safe from pranks. Ah, die Prank-Leute. Oh, Junge, die ganze Couch. Ups. Oh, oh. I guess this is what the fox says. Was geht bei dem Fuchs ab? Oh, was, so süß sind Füchse? In this game, they keep popping balloons until someone pops the balloon holding the water. This will be fun to do in the summer. Ich sag's, ich pack das noch. Oh mein Gott, doch nicht. Autsch. Komplett nass gewesen. Was geht bei dem Hund ab? Kind of troublemaker. Junge, was soll denn das? Alter, bist du bescheuert? Der Hund hat einfach sabotiert. Oh Mann. Guys, I'm gonna do it. Oh Junge, der Gorilla, ey. Er hat einfach mal direkt durchgezogen und rennt schnell weg, ne? Das ist ein Schäferhund. What? Total gut, ich habe sowas noch nie gesehen. So machen Schäferhunde. Die müssen halt die Schafe treiben, ne? Ey, das ist ja genial, Mann. Geiler Doggo. This is the funniest airplane safety brief I have ever seen. It's great to see he loves his job. Ah, ein Typ, der im Flugzeug seinen Job da macht und natürlich die Sicherheitsbedenken erklärt. Und ziemlich witzig, wie man sagen muss. Da guckt man halt auch hin, ne? Finde ich schon nicht schlecht, wie er es macht. That he squeaks when they touch him. The pup is so confused. Was? Warum? Was geht beim Affen ab im Hintergrund? Junge, was geht bei dem Affen im Hintergrund? Was? Ey, yo. Alles klar. Okay, er sagt, man kann ihn nicht pranken, Digga. Er sagt, man kann ihn nicht pranken. He clearly nicht schlecht. The best scream and oh, was geht hier ab? Ein Rochen, der einen Fisch will, ne? Okay, ich schmeiß rüber. Junge! Gib mir doch den Fisch! Oh Mann! Oh, wieder rutschen. Oh, ich liebe rutschen, Mann. Speedy, Alter. Speedy muss jetzt aber, da muss jetzt richtig Pace aufgebaut werden. Wehe, da geht nix. Wehe, da geht nix. Sieht eigentlich echt ganz nice aus. So eine Rutschen sind wild. Er hat einen Regenbogen in seinem Garten, hä? Ich weiß ja nicht, ob das fake ist. Schwierig, Leute. Das kann aber eigentlich nicht sein. Oder vielleicht auch doch. Krass. Was geht hier ab? Hühner, die ein Herz bilden. Ah ja. Okay. When one duckling went over the waterfall, was geht bei der Ente ab? Nein! This could be an entire movie. Was ist denn das Babyküken runtergefallen? Da würde ich auch hinterher springen als Mutter. Junge, da springen da alle hinterher. Oha, aber eigentlich schon straight. Der Pizzatyp. Heute wieder für die Blaze Pizza. Auf chillig. Mit einem... Was ist das da unten, was der fährt, Mann? Junge, wie viel Eier hat der? Heiliger Bimbam. Was geht bei den Hunden ab? Every penny. Aber ich finde das schon süß, ne? Wie die beiden da spielen. Oh nee, jetzt kriegt ein Hund eine Hose an. Das kann nur dumm aussehen. Ey, aber wird den nicht warm oder so? Lol, okay, das sieht schon ziemlich chillig aus. Here we have a robin who decided to set up her nest on their front door.
Supposedly this means wir haben einfach an der Tür ein Vogelnest dran gemacht. Aber ist es nicht gefährlich, wenn man die Tür aufmacht, dass man dann die Vögel, weißt du? Oh, da sind ja sogar Vögel, Kinder drin, so Küken. Oh, das ist schon süß. I need to know what went through the pup's head when she did this. Was geht bei dem Hund ab, wenn sie den Verschwindi-Trick macht? Die werden dann voll ausgebraucht, okay? Looks like there's a filter on it, but it's actually all natural. Das soll ein Sonnenuntergang ohne Filter sein. This guy woke up and thought he was in Minecraft. Das habe ich schon mal gesehen auf Instagram. Das ist richtig krass. Und auch sehr heftig, wie der da reinspringt. Aber da einfach seine Kaffeekanne. Jo, geil. Is definitely not allowed on the road, but I'm wondering how he even be driven like that. Jeder kennt diesen einen Kollegen, der so ein Auto hat. Jeder hat diesen einen Kollegen, der so ein Auto hat. Und du steigst ein und sagst, Bruder, ist heute nicht so aufgeräumt. Digga, du steigst da ein und du hast Angst. Du hast Angst um dein Leben. Ich werde, dass man damit überhaupt fahren darf, Alter, was? She hid under the bed to prank him and he was so scared. Oh, oh. He didn't even want oh, to look at what ich hätte auch Angst, wenn mich jemand so pranken würde. Alter Schwede. Found a big rat on oh, the beach. Eine Strandratte. I wouldn't get close if I were him. Na, da bin ich jetzt dann mal gespannt. Oh, warum ist die so aggressiv? Chill mal, Bro. This mother dog brought her puppies a ball, but they didn't know what to do with it quite yet. Das sind kleine Hunde. Okay, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Hier werden Dinge mit Monopoly-Geld bezahlt, oder was? Zu Hause? Junge, das hier ist eine richtig krasse Idee, um seinen Kindern den Umgang mit Geld beizubringen. Ist mein Ernst. Zu Hause, du machst einen Süßigkeiten-Schrank. Ich wollte immer Süßigkeiten haben. Aber meine Mutter mir Geld gegeben hätte, jeden Monat, weißt du, Monopoly-Geld, und sagt, ey, das kostet so viel, ich brauch so viel, dann kriegst du das. Junge, wäre das heftig. Junge, wäre das heftig. Das ist schon eine geile Idee. Was geht, die Katze, Mann, wie random kam das denn jetzt gerade? This slide launches you into a ball pit at the speed of light. Okay, die Rutsche leitet irgendjemanden in eine Ball Pit. Yo, da will ich auch hin. Krass. Sehr geil, Mann. Was haben wir noch so? I don't swim where I can't see the bottom. Is that a shark or a fish? Hat er da gerade mit einer Angel einen Hai an der Alter Schwede. Guck dir das Riesenviech an. Seals have to crazy. Be one of the cutest animals out there. I mean, look Seelöwen. At them. Oh. Sind schon ein bisschen fetti, ne, aber ist eigentlich schon süß, Leute. This water obstacle okay, was haben wir hier? Looks like such a good time. Boah, das erinnert mich so an Takeshis Castle damals. Das war auch echt immer sehr geil, ne? Oh, aufpassen. Digga, der Typ ist doch Profi, Mann. Solche Parcours habe ich in Descenders gezockt, auf chillig. Und voll rutschig locker. Okay. Ich glaube, da wollte jemand den Ball haben. Hä? Oh nein. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, ne? Der Einzige, der sich da dreht. Stell mal vor, das Ding fliegt ab. Junge, da hätte ich ja richtig Schiss. Guck dir mal den Strand an und guck dir mal diesen riesen Hai an. Ach du Heiliger. Da hätte ich auch Schiss. An den Strand würde ich safe nicht mehr gehen. Alter Schwede. Oh, eine Babykatze. Okay, keine Babykatze, aber die fängt einfach Sachen auf? Bro, wo kommen diese Tiere immer her? Also wenn die da runterfällt, Krise. Was geht hier ab? Hm, 88 Fuß tief. Ich weiß gar nicht, die das ist aber so... 30, 40 Meter wäre auf jeden Fall krass, aber ist auch egal. Diese Couch, ne? Leute, ich habe es letztes Mal schon gesehen, in auch so einem Video, aber halt von einem anderen Blickwinkel. Wie kommt man auf die Idee, so eine fahrende Couch zu bauen? Der Doggo chillt hier erstmal auf ganz entspannt in dem Tube drin, Alter. Auf sehr, sehr geschmeidiger Basis.
He made a fake speed bump sign to see if people would slow down. Der Typ hat einfach ein falsches Straßenschild aufgebaut und so einen Bumper auf der Straße gemacht, damit die Autofahrer mal nicht so schnell heizen, ne? Weil das sonst natürlich ihre Autos beschädigt. Und tatsächlich funktioniert das. In this game, you have to stay on oh, das Spiel ist auch richtig krass. Das wird immer schwerer, je mehr man halt ausmacht. Jetzt, das ist auf jeden Fall schon ordentlich. Oha, die hat ja direkt 4 mitgenommen. Wer fettfingert wieder, hä? Ein. Boah. Er macht direkt clean. Oh, geiles Game, würde ich auch gerne mal zocken. Polizeikontrolle. Zwei Jedis sind da irgendwie anscheinend, oder was? Ist Halloween, oder warum sind die so verkleidet? Anscheinend holen die Polizisten gleich irgendwie was raus. Einfach Laserschwert, moin. Was haben wir hier? Eine Traumaussicht von einem Kreuzfahrtschiff. Absolut cool. Boah, Junge, das ist wild. SR. Noch ein Hai. Haben die den an der Leine oder was? Gar nicht gut. Junge, lass den wieder frei. Does he realize he's not going anywhere? Checkt der Typ, dass er überhaupt da auf dem Laufband ist oder was geht bei dem? Warum macht man das? Ah, wahrscheinlich einfach nur so ein Video gemacht. Ne? Oh, eine kleine Maus. Ah, schwierig, Leute. Oh, er hat sie direkt gecatcht, aber ah, die ist schwierig, fischig, Digga. Die ist ganz fischig. Weiß ich auch nicht, ob ich da jetzt Bock drauf hätte, ne? Oh, Leute, der hat die Maus da weggetreten. Ey. Nicht cool. Nicht cool. Der hat die Maus einfach weggetreten, ne? Ah, muss ich sein. Was geht bei dem ab? Alter, hat er den gefangen? Das ist doch kein echter Fisch, oder was? Erzähl mir nix. Oder niemals. Das war ein echter Fisch. Who's ready to go to the fair this summer? Oh, nice. Das ist auch richtig geil. Ey, macht mega Bock. Die Brees chillen da zu zweit direkt aneinander, ne? Aber, he wanted to capture the view on his phone, but then he realized there was a white grizzly bear beside him. Digga, der Grizzly Bear hat einen Tracker am Halsband, ne? Einfach so auf entspannte Story machen, ist das so ein Grizzly Bear. Der Tracker ist, also da weiß man, dass der schon mal gefunden wurde. Abonniert lieber den Kanal, sonst werde ich euch diese Spinne nämlich ins Haus bringen. Und Freunde, wir sind heute bei Transport unterwegs auf dem Channel und sehen hier so eine coole Bahn, wie der mit 70 Meilen die Stunde runterrauscht. Das sind fast 100 km/h. Und hier haben wir irgendwie so einen Skiberg. Okay. Aber will der da jetzt runter? Der fährt da echt runter, Mann. Guck mal, wie nebelig das ist. Was ist das denn? Ah, nein, Bruder, mach da lieber nix. Oh, ist das eklig, Mann. Ich würde mein Haus abbrennen. Ich würde mein Haus abbrennen. Wirklich. Alter. Nee. Da kommt ein Typ rein, gibt erstmal einen dicken Streich. Uff. Und als ob das nicht schon genug war, der jetzt noch das ganze Konfetti kleben, ne? Was geht da ab? Der Hund hat erstmal die Kamera angepinkelt. Nice, ey. Okay, geile Rutsche. Wo ist das denn? Irgendwo in der Schweiz wahrscheinlich oder so, ne? Es gibt keine geilere Aussicht. Alter Leck. Oh, Leute, da wäre ich so gerne. Was ist das denn für eine süße Spinne? Hashtag süß auch mal in die Kommentare, wenn ihr das auch so findet. Oh, lass die Finger da weg. Nice. Hätte ich nicht erwartet. Was geht hier in Vietnam ab? Anscheinend so ein Girl drin mit einem Typen, der hier richtig brutale Welle schiebt. Und wir haben hier nochmal DJ Khaled, der hier sein Golfkart im Sand irgendwie stuck gemacht hat, steckt es irgendwie fest. Er hat daneben gehauen, peinlich. Noch eine geile Rutsche. Aha. Ey, was ist das denn für eine coole Rutsche, Mann? Ja, das kann auch mal ins Auge gehen, da muss man vorsichtig sein. Warum denn so viele Spinnen im Video? Digga, nicht im Bett, Alter, ich krieg Gänsehaut. Wenn ihr nicht abonniert, dann habt ihr heute diese Spinne im Bett. Und wow, was ist das denn für ein cooles Ding? Geil.
Der Hund hat, glaube ich, ein bisschen Schiss vor dem Teppich, oder? Oh nein, das kannst du nicht machen. Guck mal. I'm just waiting for one of them to realize. Die Katze. Wow, Smart Cat. Also nicht schlecht, muss man sagen. Und was ist das? Das sind hier Fische, die ins Boot da reinspringen, oder was? Junge, wie crazy ist das denn? Oh nein, da ist noch eine Spinne an seinem Rücken. Digga, sowas hatte meine Oma mal. Ah, mach die Spinne weg, ey. Was ist das? Das ist ein Render, ne? Das wurde selbst gerendert. Ey, sieht so sicko aus. Oh, wie viele Hundis. Und, nette Dame auf jeden Fall. Hallöchen, kann man sich mal kennenlernen? Leute, würdet ihr so eine Freundin gerne haben mit so vielen Hunden? Sag mal ehrlich. Also ich finde, denen geht's da gut. Und der prankt jetzt Leute mit einer Maus. Oh, die Armen. Oh, Leute, das Hippo, guckt euch das mal an. Sieht vielleicht noch ganz nett aus. Nett. Aber ich habe diesen Clip schon mal gesehen. Es ist mit Abstand eins der gefährlichsten Tiere weltweit. Und das Ding verwandelt sich wahrlich in ein Monster. Die haben höchstes Aggressionspotenzial. Zieht's euch rein. Digga, was ist das denn? Guck mal. Da musst du richtig aufpassen. Fast waren die weg. Crazy Dog. Ah, man kennt ihn. Das wird jetzt gegen was Schweres ausgetauscht, sodass die gegen andrücken muss. Dann packen die da so eine Schüssel rauf. Und der schneidet das jetzt einfach durch. Und dann klatscht sich das nämlich ins Gesicht. Klassiker. Da hätte ich auch Angst. Oh, was ist das denn? Stein, der wie ein Herz aussieht. Cool. Und hier, da haben wir mal so was Satisfiedes, Leute. Da, oh, sieht so nice aus, Mann. Geil. Und hier ist ein Zaun, über den der Hund einmal mal locker rüberspringt. Okay, wir müssen der Farbe Orange hier folgen, dem da oben. Das ist anscheinend sehr, sehr hart. Unten links ist Orange. Leute, easy! Der Dieb, der holt sich hier Wasser aus einem Pool raus. Ja, okay, wenn es brennt, Leute, dann ist das, glaube ich, auch richtig. Egal, was ist das denn da oben? Die, das ist doch nicht echt. Warte mal, das ist doch nicht echt, oder was? Keine Spinne sieht so groß aus. Was hat die dann bitte dafür einen Beutel? Sind da 5 Millionen Babys drin, oder was? Nee, kannst du mir nicht erzählen. Das ist locker nicht echt. This pup is obsessed with pacifiers. Oh, und der kleine Hund, der mag Schnuller so gerne. Guck mal, was für ein süßer Fratz. Gib mir den bitte zurück. Oh, erst ein McDonald's-Eis machen oder was geht da? Alter, dass er das einfach so durchschneiden kann, ne? Crazy. Oh, ein Hasenbaby. Wir haben letztens einen Hasen überfahren. Also ich nicht, aber mein Kollege aus Versehen. Oh, war nicht cool. Und jetzt ist hier so ein Typ, der sagt, pack deinen Finger auf irgendeinen Kreis. Ich pack ihn auf den grünen. Und jetzt soll man zweimal raufdrücken. Jetzt werden ein paar Buchstaben kommen. Und man soll daraus irgendwie ein Wort machen. Okay. Ich lasse dann meinen Finger jetzt weg. Also, da könnte man Stopp draus machen. Ich habe jetzt Blue, also Blau. Und jetzt werden ein paar Bilder auftauchen und man soll das nehmen, was am besten dazu passt. Okay, ich nehme das Silvesterfeuerwerk. Das ist ja, passt zu Blau sehr gut. Und er glaubt, das Bild ist... Wie hat er das gemacht? Ja, krass. Oh, Eis, Alter. Oh, sowas habe ich als Kind so gerne gemacht. So eine kleine Eisplatte geworfen. Was geht hier ab? Okay, das Wasser war so ein bisschen dunkel, aber die sagen, das war ein Meeresungeheuer oder so. Und hier hat ein Alligator und Golfball im Maul. Leute, wer den da rausgolft, ist ein Profi. Was haben wir hier? Die denken, er ist ein Clown, aber er ist keiner. I replayed that like 8 times. Way too funny.
Oh Mann. Was ist hier? Oh, der Piepmatz nimmt einfach so ein Bad und... Oh, süß, ne? Schon cool. Jetzt sollen wir dem Ball folgen. Also, okay. Dem weißen Ball, Digga, das ging ja richtig schnell. Ich probiere mein Bestes. Und ich glaube, es ist der auf der... Mitte. Und der Typ wird jetzt hier ein DJ oder was? Im Schnee, Digga. Los, dreh auf, Bruder! Nice. Er hat sich eine Cola-Brille gebaut und trinkt damit jetzt ein bisschen. Und seine Freundin checkt das gerade. Was trinkst du da, fragt sie. Okay, der Typ ist übermotiviert. Uff. Wow. Der Typ macht Waffeln in der Klasse. Diggi, das wäre so ein Ehrenmann, wenn der die noch verteilt, ne? Lecker Schmecker. Und die haben hier so einen übelsten Handclap gelernt, oder was? Jo, alles klar. Warum zur Hölle machen die einen Einkaufswagen mit Kabelbindern am Auto fest? Macht das bitte nie, Leute. Was sind das hier für Tricks? Digga, der Rollercoaster aus der Hölle. Und der hat hier ein kleines Hähnchen in der Hand. Kleiner Matz, ne? Ist das ein Sonnenuntergang oder ein Sonnenaufgang? Ich bin gespannt. Junge, die View! Boah, ich würde sagen, das ist eher ein Sonnenuntergang, Leute. Krass. Da ist sie wieder. Sie versteckt sich wieder und zack. Er wird halt nur geprankt, ne? Sieht schon, er ist halt auch leicht genervt. Was ist das denn für eine coole Landschaft? Krass. Der Typ, Junge, der hat arbeiten studiert. Alter, guck dir den mal an. Alright, Bro. Krass. Und dieses Mädchen wurde von einem Fußballer überrascht, von Immobile oder was, aus Lazio. Ja, Mann, sie hat Lazio-Pulli an. Krass. Oh, das finde ich süß, Leute. Das finde ich cool. Wir befinden uns im Video von Trenchbot. Und wie man sieht, da ist so eine fette Spinne an der Tür. Digga, ich bin gespannt, was da heute abgeht. Aber als erstes werden wir mal schauen, was wir da jetzt gerade haben. Was ist das denn? Hä? Okay, also es ist so ein bisschen so eine optische Täuschung. Oh Gott. Was ist das? Dino! Oh Gott, Alter. Wo siehst du diese Kackspinne? Digga, fast ist das Viech in sein Haus rein, ne? Alter, können wir mal ganz kurz nochmal darüber reden, was da gerade eigentlich passiert ist. Ich will nur nochmal zeigen, wo die Spinne runterfällt. Okay, und das Ding ihm hinterher rennt. Spätestens da wäre ich bis ins andere Land gelaufen. Okay, also krass. Wäre das Ding jetzt in sein Haus reingelaufen? Oh, Bro, also, was ist das denn da für ein Hund? Okay. Was geht denn da ab? Also ich glaube, da würden sich die Passanten so ein bisschen erschrecken. Okay. Was? Crazy. Also die Trickshots sind ganz auf dem anderen Stern. Krass. Respekt, wie der das macht, ne? Weiß man aber auch nicht, ob das so alles so bearbeitete Videos sein könnten. Kann halt sein. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass jemand so viele Trickshots gemacht hat in seinem Leben. Es sieht ja auch so... Also der hat doch keine Hobbys, Mann. Oh, weiß ich nicht, ne? Weiß ich nicht. Aber cool. Also wenn das true ist, krass, Leute. Hier sogar der Double Connect mit beiden Bällen, ne? Mit so einer Krücke hat er es einfach gemacht. Oh, nee! Mein Nein! What the hell? Ich krieg bei sowas so Schiss. Okay, Moment mal. Also, Moment mal. Digga, das sind viel zu viele Spinnen in diesem Video, ne? Ich sag ehrlich, Mann, das ist absolut crazy. Das hier ist 100%, Leute, keine echte Spinne. 100%. 100%, keine echte Spinne. Nee, safe nicht. Safe nicht. Guck mal, wie er die da einfängt. Guck mal ganz genau hin. Da. Diese Spinne ist safe, nicht legit. Allein die Bewegung ist viel zu komisch. Safe, die ist nicht echt gewesen, Leute. Haben wir kurz entlarvt. Okay, Sir. Was geht da? $2,000 für den Ball
$2000. Aber das ist krass. Junge, geil. Abonnieren, Leute, damit ihr auch so einen Dollar in diesem Busch findet. Und hier sehen wir einen Tag bei den Feuerwehrleuten. Und die müssen jetzt halt dem Schlauch hinterher krabbeln. Eigentlich gar nicht mal schlecht. Aber ein bisschen Wasserverschwendung. Ojo, guck mal, wie groß der Typ ist. Okay, vielleicht ist sogar auch das Ganze nur so klein. Was ist das? Wir müssen jetzt den Ball in der Mitte im Auge behalten. Oh, das ist ein hartes Game. Ja, Digga. Oh nein, bitte nicht aus dem Bild. Bitte nicht aus dem Bild. Oh, Digga, ich glaube, da war ein Schnitt drin, rechts. Was? Safe nicht! Ach komm, ey. Ich bin in sowas schlecht, Leute. Einfach Rainbow Friends gewesen. Was ist das? Der springt ja jetzt nicht runter, oder? Der springt jetzt... Alter! Ist das krass! Guck dir das mal an! Was war das gerade für ein epiker... Der Safe, Digga! Können wir das nochmal ganz kurz gucken? Also der Safe war ja wohl anders krass. Wir gucken nochmal rein. Da. Mit seiner Hand hat er den einfach gesaved, indem er hingesprungen ist. Dann kommt sein Mate, saved den nach hinten, er springt hoch und baggert den nochmal rüber. Das ist eine Spitzenleistung, muss man echt sagen. Was ist das denn? Eine Eisrutsche? Krass. Okay, die sieht ziemlich cool aus. Weißt du, aber, ja, doch, ich kann mir vorstellen, der rutscht jetzt richtig lang, weil so eine Eisrutsche, da muss man einfach nur erstmal in Bewegung kommen. Und dann, let's go. Ich frag mich halt nur, und da stand da auch gerade, wie wurde die Rutsche eigentlich gemacht, ne? Wer hat so eine... Also ich meine, man kann das machen mit Wasser. Man braucht nur flüssiges Wasser und das gefriert dann relativ schnell. Aber... Sehr krass. Oh, der letzte Typ. Der nichts macht. Nee, der... Ah, sogar mit Medizinball. Ah, nicht in die Nüsse. Oh, der Typ hat gar kein Glück, Leute. Nein! Oh Gott, was ist das für ein Typ? Digga, was hat der für einen dicken Fisch gefangen? Er hat ihn letzte Nacht gefangen, ne? Nice. Er hat einen Fisch gefangen, aber er lässt ihn auch wieder frei. Der war ja so langsam. Mein Vogel wurde eifersüchtig. Okay, was machen die da? Wahr oder falsch? Oh, ich glaube, die wurden entdeckt, Leute. Was zur Hölle? Boah. In das perfekte Loch werfen. Auch nicht schlecht. Der war clean. Digga, das ist Snowboard-Indoor-Training. Ja, wie cool ist das denn? Okay, das ist richtig nice. Aber ja. Irgendwo gibt's... Da war gerade ein Hund dazwischen. Habt ihr ihn gesehen? Irgendwo war der Imposter gerade. Richtig gut. Was ist das denn? Ballon in einem Ballon? Okay. Oh, wir sehen wieder eine fette Rutsche und ich glaube, es gibt einen dicken Trickshot mit einem Rutschentyp, der in dieser Rutsche drin ist und... Oh, der den Football einfach fängt. Okay, das war wild, Leute. Der Typ lebt in 3022. Okay, warum? Er baut einen Stuhl auf. Macht ihn ein bisschen nach hinten. Digga, und fährt einfach. Dreist. Okay. Die Evolution von Basketball. Okay. Ich verstehe noch nicht so ganz, was das jetzt bedeuten soll. Also man sieht natürlich so ein bisschen, ne? Verschiedene... Ja, okay, das war... Was ist das denn?
Wie viele Enten sind da bitte am Strand? Jo! Oha! Okay. Der Typ ist auf jeden Fall wild. Der ist wild unterwegs. Oh, geil. Heftiges Video so, ne? Auch mit dem Flugzeug und so. Geile Aussicht. Sind das zwei Pferde auf einem See? He did not even hesitate. Halloween House. Ah. Digga, wie krass. Was versteckt der Bre? Jo, wie viele Schlösser hat der Typ? Ich glaube, er hat nur ein Schloss, aber richtig viele noch an einem anderen, so dass man nicht weiß, welches. Ne? Und der Typ hat seinen Hund der Katze vorgestellt, oder was? Also moin, das ist mein Hund. Damit die sich verstehen. Auch cool. Cooler Kuchen. Was machen die da? Ah, wow, okay. Krasser Kuchen. Jetzt wird er wahrscheinlich... Ah, so ist das. Nicht schlecht. Und ich glaube, seht ihr, also das ist ein richtiger Profi, ne? Muss man schon sagen. Der Typ mag Züge. Ups. Kurz Handy fallen gelassen, kurz... Jawohl, sie haben gewonnen. Krasses Duell. Das ist ein Alligator, der anscheinend richtig happy ist, ne? Richtig glücklich, mal gucken. Ist das ein echter? Nein, das ist doch kein echter. Wenn du erkannt bist und ein Einbrecher kommt, machst du am besten so wie Daniel einfach kurz einen Teller von Nudeln rein. Warum hat er die Kerzen ausgepustet? Junge, Junge, Junge. Stell dir mal vor, du wärst als Einbrecher so hops genommen, ne? Der das Feierabend. Auch einmal den Schlafsack darüber. Hä? Was hat er hier? Natürlich bereitgelegt, ist klar. Für Einbrecher, wer kennt ihn nicht? Oh, nee, ey. Und das war's. Jetzt. Das war's. Ey, Bro. 29 Millionen Likes, ne? Jetzt hat er einen mehr auf jeden Fall. Freunde, das war's auf jeden Fall wieder mit einem weiteren Video auf diesem Kanal. Wenn ihr mehr von Sagawa sehen wollt, lasst einfach ein Like da. Danke fürs Zusehen. Kuss, Kuss, Kuss. Deno out.